dürfen darüber nochmal nachdenken in Deutschland, auch welche, die das nie haben. Über, den, über Gerichte und über Finanzamt und alles beklaut. Ne? Die, die das Vermögen haben hier in Deutschland. Weil so wie sie da oben beklaut werden, beklaut man den kleinen Mann. Also Bash und Konsorten, ne? Oder auch damals Zürstorf und so und Rostock und so, ne? Sie haben nichts anderes zu tun und im Kopf, als zu erleben, wie sie maximal klauen können. Ne? Wie sie Geld, was ihnen nicht zusteht, ne? Was für den Bedürftigen ausgegeben wird, ne? Wofür der Staat riesige Vermögen zur Verfügung stellen muss, ne? Das diesen Bedürftigen zu klauen. Und dann kommt es einem immer blöder. Und dann schreibt man das Rathaus an, damals noch die Rot, ne? Dann wird man da gleich geblockt, ne? Und man soll dann, wenn man dann ja persönlich hingeht, und man soll mal wieder anrufen. Und so wird man in dem Fall einfach hingehalten, ne? Weil man kennt das Problem ja ganz genau und weiß Bescheid. Und hält ja auch die Hand auf. Dann wenden wir uns an Wiesbaden, dann ist das da genauso. Auch das ist schon alles 2002 passiert. Weil nur wir wussten nicht, was da los ist, ne? Weil da passte man auf, dass wir das nicht erkennen. Ne? Dass die uns nur hemmungslos beklauen. Ne? Dass das keine Fehler sind oder so, ne? Dass man uns einfach nur beklaut. Darüber sollte man nochmal nachdenken. Also, ein Beamter begeht vorsätzlich sein Leben lang Straftaten. Ne? Nur damit es seinem blöden Arsch besser geht. Ne? Er will sich mit seinem Spatzenhirn abheben. Ne? Die laufen da alle rum wie die Penner. Ne? Die können sich nicht ausdrücken. Die sind ungepflegt, total verlottert. Ne? Was haben wir 2009 für eine Strecke gekriegt hier, dieser Oberstaatsanwalt, der schon 25 Jahre mit Drogen dealt, ne? Und Drogenhandel. Uns hat er natürlich erzählt, dass er dafür verantwortlich ist, ne? Die Drogenkriminalität und so, und der sich hat und so, ne? Ein ungepflegter Penner. Mich würde nicht wundern, wenn er auch schön drogensüchtig ist, ne? So, aber dann braucht man sich nicht wundern, dass in so einem Staat gar nichts läuft. Ne? Und dann hat man Zuzüge, man war ja zu doof. Ne? Man sagt ja, man braucht ja keine Kinder. Ne? Weil man hat ja seine Drogen für sein Spatzmehl. Ne? So, und dann muss man sich natürlich viele Ausländer holen. So, die kommen vom Regen in den Traufe. Ne? Deutschland lässt immer überall feiern, wie toll sie sind. Ne? Aber die kriegen aber einen Ruck. Wie man sich dann hier bloß beklaut und anschreit, ne? Aber mit dem stellt man sich ja gar nicht hin, ne? Da ist man dann ja was, ne? Also wir haben speziell erlebt bei Henning, Bertsch, Ziegler, ne? Diesen Blume oder so, Kessler, ne? Klein, ne? Genau, und alle anderen noch. So, und den Rest dann, indem man uns dann einfach für psychisch blöd erklärt oder so, ne? Obwohl man ganz einfach nachweisen kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das früher war, dass ich da mindestens aktenkundig bin, dass ich 3 Jahre bei der Stasi war, also da noch Zeit, als Wachmann im Prinzip, ne? Natürlich nicht diese, so eine Spinne irgendwie hier rumlaufen, ne? Die nun gar nichts können, ne? Und, da hätte man sich bloß informieren müssen. Da hätte man gewusst, aha, er war dabei. Er weiß also Bescheid. So, man hat aus mir, jetzt weiß ich ja, dass der Doppelgänger war, aber damals habe ich ja geschrieben, dass man aus mir dann auch einen hauptamtlichen Mitarbeiter in der Stasi gemacht hat. Ich hatte ja meine Akte gesehen, dass die Partei überall war, also in der SED und alles. Habe ich immer schon wieder darauf hingewiesen, aber da muss man doch mal nachdenklich werden, ne? Das kann man einfach auch zuschauen, dass man das einschätzen kann, ne? Wo die alle sind, ne?
Ich sag ja, mein besten Freund Roland Winkler, sehe ich denn zufällig so? Boah, 95 oder so, nenne ich. Ja. In Berlin, bei der Polizei, ne? Also mein besten Freund bei der Stasi. Der zu blöd war, ne? Der hat, ich glaube, Schiffbauer mit Abitur gewählt, angeblich. Und dann sollte er studieren. Und das hat er natürlich alles nicht gepackt, zu blöd. War schon zu schwer drogensüchtig. So, den sehe ich dann bei der Polizei in Berlin. So, und alles andere habe ich ja schon so genug gesagt. Das ist doch unglaublich. So ein Beamter, die kriegen hier Gehälter. Es ist Wahnsinn. Ne? Die kriegen hier sinnlos hohe Gehälter und Vergünstigungen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das möchte ich mal der Welt sagen. Ne? Das fehlt bloß noch, wenn es ein Rahmenforscher gibt, dass sie ab 8 Uhr dann erstmal Zucker in den Hintern geblasen kriegen. Ne? So? Damit sie noch ein bisschen süßer sind. Ne? Das fehlt nur noch. So, und dann gehen sie nur mit dem Vorsatz ran, wie sie sich an jeder Person hemmungslos bereichern können. So, und das haben wir auch Bert schon allen anderen mit den Möbeln zu verdanken, ne? Ja. So, und wie hier meine Lene, die total wackelt hier, denn dass die kaputt gemacht hat, das Sofa, ne? Dass ich das hier bloß noch mit dem Strick binden muss. Na, ich habe davon ja schon Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal ein Video von hochgeladen habe und so. Und wie sie sich hier dann gegeben haben, ne? Weil sie auch Wut haben. Das wurde ja immer heißer. Ne? Weil wir wollten ja nicht so. Ne? Und wer diese Spastien wollte mein Fahrrad haben? Der hat wirklich festgelegt, dass er mein Fahrrad haben wollte, dieser Idiot. Ne, na, das muss man sich doch mal überlegen. Wir haben doch nichts gehabt. Der kriegt massig Geld jeden Monat. Für nichts. Für nur zum Rumsitzen. Ne? Kann doch nicht mal richtig schreiben. Totalen Vollmaus. Ne? So richtig ein kaputter Penner. Ne? Und damit oben nicht geschüttelt wird, lassen sie so online ab weiterlaufen und machen da nichts. Ne? Da gibt es keinerlei Untersuchung gar nicht. Und wir kommen auch nicht ran. Wir haben auch keine Nachzahlung gekriegt, ne? Weil 2008 wir hungern mussten, ne? Wo sie einfach von sich aus das Geld eingestellt haben. Einfach nur so, ne? Für Drogen. Und wir haben es nicht geschafft. Sozialgericht, alles. Wir haben es nicht geschafft, dagegen was zu unternehmen. So, und Stasi und so natürlich dabei, was immer eingezwungen hat, ne? Immer schön unter Drogen gehalten wird, damit wir uns gar nicht mehr wehren können. Ne? So, dann haben wir immer überall immer 5-Euro-Scheine gefunden. So, und das muss auch durchgezogen werden, ne? Dass man sich dann jede Woche von 5 Euro ernährt. Ne? Das möchte ich auch erleben. Und damals war auch besonders Mehl alles so sehr teuer. Zu der Zeit 2008. Ne? Da bucht die alles noch. Die Krise kam ja erst, ne? Ende 2008. Also wir hatten riesige Probleme damit zu überleben. Aber da haben wir uns reingezwungen unter Hypnose. Und sie waren mit bei, sie wussten genau, dass wir da mal betäubt werden oder so. Das ist unglaublich, was man da einfach abzieht. Eiskalt und dann etwas Sinnloses hochholen. Wir haben ja keine gültigen Ausweise. Einfach von sich aus unterbrochen. Ne? Auch da haben wir schriftlich, ich glaube, wir hätten noch bis 30. Juni noch Geld gekriegt. Ne? Und dann einfach schon, ab Januar haben wir geschrieben, ne? Oder Februar, ich weiß nicht. Einfach, und der Februar nicht. Einfach unterbrochen. Ne? Also wieder unser Hochzeitstag, alles andere. So, das war's dann, der Nachricht. So, und ich möchte nochmal sagen, leider hat das Aufnahmegerät heute Nacht nicht aufgenommen. Weiß nicht, wie lange es aufgenommen hat, aber mindestens zweimal hat man gestern geknallt. Ne? Ja. Der eine Knaller krepierte wohl ein bisschen im Schnitt und der andere war wohl lauter. Ne?
Also das sollten wir aufgenommen haben. Also es geht weiter los und man droht hier auch immer weiter noch mehr Knallkörper einzusetzen. Ne? So, wir fordern nochmal Ordnungsamt, Polizei, Justiz auf, hier endlich einzuschreiten und dann schön still zu halten. Weil das werde ich mir von keinem korrupten Polizisten, Staatsanwalt oder so gefallen lassen. Ne? Dazu ist hier ein bisschen viel passiert. Ne? Eine blöde, billige Stadt, ne? Eine 3 Milliarden Euro Stadt, ne? Macht uns hier einfach fertig. Ne? Weil es hier, man hält sich hier nicht alle Gesetze. Man wäre sofort raus gegen die Behörden. Man hält sofort super Urteile gegen die Gerichte, ne? Was da ganz genaue Gesetze gibt. Das wird alles mit dieser ganzen Korruption unterlaufen. So eine blöde Stadt macht uns hier einfach fertig. Und in Mecklenburg-Vorpommern feixen sie, ne? Das sind sie in meinen Schwertern und so, ne? So, und nochmal, Penner in Schwerin, verschwinde da, Freunde, ne? Sonst gibt's für dich ein spezielles, schönes Todesurteil oder irgendwas, ne? Mann, das lasse ich mir von dir noch nicht gefallen, dass du da mit deinem Arsch immer noch stellen bist und rumheulst, ne? Also es gibt bei mir ganz schnell mal ein paar Todesurteile, ne? Das ist schon Ding. Das ist schon ein Ding, dass man da nicht eingeht und endlich mitmacht, ne? Das möchte ich nochmal allen anderen sagen, weil auch von Bouffier und so, ne? Da sind sie schon längst rangegangen und haben hier seinen Spatz mehr im Deutschen gepustet. Genauso wie in Schwerin. So, und dann hat man kein Wissen mehr. Und weil man sowieso ein bisschen dämlich ist, haben alle anderen das ja auch nicht mitgekriegt, weil sie sind ja auch dämlich. So, da sind die ganzen wichtigen Informationen los. Und weg. Ne? So, das soll dieser Penner mir nicht erzählt haben. Hier, seit 96 ist er dabei und schon in Greifswald, hat er das schon umgepennt, ne? Also überall in den Socken hochgeflogen. Der weiß ganz genau los, was da los ist. So, dann haben sie ihn sich schnell geholt und haben seinen Spatzen hier nochmal durchgepustet. Der war schon immer hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit da oben, der dann schwer hier. Na, die gehen doch da kein Risiko ein und holen sich da irgendeinen anderen Penner. Das ist mir ein Rätsel, dass es hier nicht endlich einer begreift, was hier los ist. Sehen Sie hier zu, dass Sie hier handeln. Und ich bin froh, dass hier noch genug Penner sind, die das hier weitermachen können. Und wir da nicht eingreifen müssen. Ne? Wir kümmern uns jetzt um unsere Sachen und hören Sie auf, hier so viel Geld auszugeben und so. Werden Sie endlich sparsamer, damit wir entsprechende Entschädigung kriegen. Das ist doch nicht normal. Wir müssen hier von minimal nichts maximal was machen. Das geht auch nicht. So, das möchte ich den Ex-DDR-Bürgern auch nochmal sagen. Wir müssen schnell zusehen, dass wir ein paar Immobilien kriegen von uns, ein paar Entschädigungen, damit Sie erstmal und wir auch wieder was zum Leben haben. Und dass wir dann da vernünftig aufbauen. So, und dann gehen Sie da überall rein. Ne? Da wurden nie Politiker gewählt oder so. Das übernehmen sie da alle schön. So, und dann haben sie auch den ganzen Tag Zeit, sich um diese ganzen korrupten Penner zu kümmern. Und diese ärztlichen Neo-Stasi-Gesellschaften. Also das, was diese Penner mit ihnen jetzt 22 Jahre weitergemacht haben wie in der DDR, das bekommen sie dann schön bezahlt, sitzen schön entspannt in den Regierungen da und überall, ne? Und in den Gerichten und überall, weil das geht nicht anders. Das muss jetzt erstmal ganz schnell dann das Volk überlegen. So, und die anderen, die bezügen sowieso nur und halten sich nicht aufs Gesetz. Das muss man sich doch mal überlegen. Das Wichtigste ist doch für den Beamten, Mund zu halten und zu funktionieren. Nur zu funktionieren. Dafür kriegt er hemmungslos viel Geld. Und er braucht sich auch nicht selbst darstellen. Dafür hat er noch seine Drogen alles in der Freizeit. Das kann er noch den tierischen in der Kneipe tun und sich selbst feiern, was er für einer ist, ne? Ach ja, Sie sind der Herr Doktor von Frankreich, von Frankfurt. Ja, weiß nicht, welcher. Und jetzt, ja, ich bin das und das. Ja, und was ist denn das? Dann habe ich das. Ach, das sind Sie, ja. Ja, und was sind Sie denn? Darf ich denn mal fragen? Ja, ich bin hier Richter beim Gericht. Aha. Wollen wir denn schon mal unsere Adressen austauschen? Vielleicht finden wir da irgendwelche Gemeinsamkeiten. Ja,
So können sich auch in der Freizeit mit ihrem Spatzenkopf, ne, ihrem kaputten, psychisch dummen Ehen, können sich dann da unterhalten. Ne? Ich hoffe, dass das richtig rausgekommen ist. So, und wir erleiden immer mehr schwerste Körper- und Hirnschäden durch diese ständigen Angriffe. Und hier passiert weiter absolut nichts. Ne? Man hat sich entschieden, wir müssen jetzt besonders schreckhaft sein. Schon setzt man wieder Knallkörper ein. So, man droht ständig damit, dass man mehr einsetzt. So, ich unterbreche nochmal.